Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Katrin Notrell-Kess. Ich bin Professorin am Institut für Bildungsforschung und Pädagoginnenbildung der Universität Graz. In diesem Video geht es darum, wie LehrerInnen digitale Lerntechnologien und digitales Geschichtenerzählen in den Unterricht einbauen können. Ich stelle Ihnen das nun anhand von zwei Beispielen aus unseren Forschungsprojekten vor. Zentrales Thema für uns ist die Stärkung der digitalen Grundbildung. Das heißt konkret in diesem Kontext die Auseinandersetzung mit den drei Aspekten des Frankfurter Dreiecks. Wie funktionieren digitale Technologien? Welche gesellschaftlichen Wechselwirkungen ergeben sich durch ihren Einsatz? Und welche Interaktions- und Handlungsoptionen ergeben sich für Schülerinnen und Schüler? Im Schulunterricht wird es zunehmend wichtiger, dass Lehrerinnen die Voraussetzungen schaffen, damit sich Schülerinnen aktiv und motiviert in den Lernprozess einbringen können. Ein wichtiger Aspekt hierzu ist es, Möglichkeiten im Unterricht zu schaffen, in denen die individuellen Stimmen der Schülerinnen gehört werden können. Lehrpersonen, die das schaffen, setzen besondere Akzente im Unterricht. Und etablieren eine Form der Partnerschaft im Unterricht, in der sich Lernende und Lehrende gegenseitig respektieren und ernst nehmen. Dieses Zuhören und Bedeutsam machen motiviert SchülerInnen und ermöglicht einen Austausch und ein Arbeiten auf Augenhöhe. Um SchülerInnen eine Stimme zu geben, müssen Lehrpersonen Formate identifizieren, die ein erfolgreiches Mitteilen ermöglichen. Hier muss man darauf achten, dass Schülerinnen die notwendigen Unterstützungen erhalten, um Inhalt und Gestaltung auch umsetzen zu können. Hier muss man selbstverständlich schon bestehendes Wissen identifizieren, aber auch eventuelle Wissenslücken. Ein ansprechendes und dynamisches Format ist das digitale Geschichtenerzählen oder auch Digital Storytelling, das kreative Erstellen von Geschichten durch multimediale Materialien und den Einsatz digitaler Technologien. Dazu nun ganz konkret unsere Beispiele. Im Projekt Change the Story ging es um digitales Geschichtenerzählen zum Thema Klimakrise. In diesem dreijährigen Projekt wurde in Kooperation mit fünf EU-Ländern untersucht, wie und auf welche Weise das Thema Klimawandel an Schulen im Kontext von Digital Storytelling behandelt wird. Dabei sind tolle und kreative digitale Geschichten von Sekundarschülerinnen aus Österreich sowie primar und sekundarschülerinnen aus italien england ungarn und der türkei entstanden die auf der projekt homepage abgerufen werden können diese geschichten sollen der inspiration dienen auch um zu veranschaulichen wie unterschiedlich digitale geschichten aussehen können das projekt inkludiert ein pädagogisches unterrichtskonzept und ressourcen für lehrerinnen und Schüler*innen, welche digitale Lehr-Lernprinzipien mit den fachlichen Aspekten des Klimaunterrichts kombinieren und auf die wichtigsten Aspekte des Geschichtenerzählens hinweisen. Hier ist nun ein Beispiel, das äh, leichter umzusetzen ist, sobald die Geschichte selbst erdacht wurde. Man sieht hier aus Papier geschnittene und zusammengefügte Szenen. Oder auch wie in diesem Beispiel mit vorhandenem Spielzeug Szenen dargestellt werden, um durch den Einsatz einer normalen Digitalkamera oder dem Smartphone ein bewegtes Bild zu erstellen. Ein besonderer Erfolgsaspekt in diesem Projekt war, dass SchülerInnen ihre Geschichten durch die Projektwebseite mit einem breiteren Publikum teilen konnten. Dies hat zu einer Erhöhung der Motivation geführt. Dasselbe kann aber auch erzielt werden, wenn solche Lernprodukte auf Schulwebseiten ausgestellt werden oder Eltern gezeigt werden. Die kreative Anwendung und die Erstellung von Inhalten mit digitalen Technologien erfordert auch die Kompetenz, sich sicher online zu bewegen, um zum Beispiel Informationen zu recherchieren. Um dies zu unterstützen, haben wir ein Lernspiel für Jugendliche entwickelt, das genau diese Kompetenzen trainieren soll. Digital Sicher ist ein kostenloses digitales Lernspiel, das Schülerinnen ein tieferes Verständnis für Themen wie Cybersecurity, Privatsphäre, Tracking oder Datification vermitteln soll. Die Zielgruppe sind Schülerinnen im Alter von 14 bis 16 Jahren, obwohl das Lernspiel auch von jüngeren oder älteren Schülerinnen verwendet werden kann. Das Spiel wurde von einem interdisziplinären Team gemeinsam mit mehr als 150 Schülerinnen, Lehrpersonen aus verschiedenen Schulformen und Stufen sowie Unternehmensvertreterinnen entwickelt und getestet. Um das Spiel in die Unterrichtspraxis einzubetten, wurde ein pädagogisches Konzept für Lehrerinnen mitentwickelt, das sie unter www.digital-sicher.at als kostenlosen Download finden. Die Inhalte im Spiel unterstützen junge Menschen dabei, sich bewusster und sicherer im digitalen Raum zu bewegen. Dieser Kompetenzaufbau sollte bereits in der Schule beginnen, damit junge Menschen schon vor dem Eintritt ins Berufsleben auf mögliche Gefahren im Internet sensibilisiert werden. In der Storyline des Spiels können die SpielerInnen laufend durch interaktive Elemente eigene Entscheidungen treffen und erleben. Dabei in lebensnahen Beispielen, welche potenziellen Risiken und Gefahren das Internet Birgt. Um die Integration des Lernspiels im Unterricht auch analog zu unterstützen, haben wir außerdem ein Kartenspiel konzipiert, das entweder vor oder nach dem Einsatz des Lernspiels ergänzend im Unterricht eingesetzt werden kann. Das Kartenspiel wurde als Rollenspiel entwickelt, in dem fünf verschiedene Szenarien in Gruppen diskutiert werden sollen, die sich mit der Thematik Sicherheit im Netz befassen. Das Kartenspiel soll außerdem Lehrpersonen einen Eindruck geben, welches Vorwissen die SchülerInnen haben. Sie finden das zertifizierte kostenlose Lernspiel unter www.digital-sicher.at. Abschließend muss man noch sagen, dass es beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht letztendlich auch um die Vermittlung fächerspezifischer Kompetenzen geht. Digitale Technologien können hier dynamisch unterstützend eingebracht werden, müssen aber vor allem sinnvoll unterstützen. Dazu muss man bedenken, dass die alltägliche Nutzung digitaler Medien den Vorgang der Informationsbeschaffung von Kindern und Jugendlichen verändert hat. Schule muss hier die Medien- und Reflexionskompetenz junger Menschen entwickeln die nicht ausschließlich zu Hause gelernt werden kann.